Es gab ja auch so ein paar Stücke, wenn ich habe mir mal so einen Titel aufgeschrieben, das war so auch einer der großen Hits, Der Kahn ist voller Heimweh. Der ganze Kahn ist voller Heimweh. Ja. Er hängt im Meer so tief und schwer. Der kleine Hain hat rote Augen und so weiter. Ich also auch so ein bisschen so Sehnsucht, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja, und ja. Ein bisschen die norddeutsche Heimat. Das Medium TRZ, ein Trio TRZ, mit ja. Wilfried Witte und Lothar Nitschke. Richtig. Alle aus dem gleichen Ort, aus ja. Foxtrupp. Wir haben uns dort in einem Gesangverein kennengelernt. Ah, ja. Männergesangverein schon. Foxtrupp, oder? Das war seinerzeit so ein gemischter Chor. Ah ja. Mhm. Auch Damen dabei, ergibt sich daraus, gemischter Chor. Ne? Ja, ja. Wäre ich jetzt drauf gemischt, gekommen, ne? Hätte ich mir gedacht. Also, ja. Katholisch und evangelisch, gemischt. Also. Ja, da begann es dann, dieser Verein hatte sein Jubiläumsfest, 20 Jahre oder was. Und da haben wir uns irgendwas vorgenommen und auf bekannte Schlager, damals bekannte Schlager, einen neuen Text gemacht, vereinsbezogen und so weiter. Das ein bisschen Wandern, politisch. Das auch. Wandern ist des Mediums Lust, war der Titel eines Albums zum Beispiel. Ja, das ist ja auch eine. Ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass es da mal auch Fernsehauftritte gab, wo sie alle in Wanderstiefeln und ja, Rucksack. Ja, 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 ja. Ach Gott, ich war ja. Geboren. Na, aber als es im Fernsehen kam, da war ich, also doch, ich kann mich erinnern. Ich habe Medium TRZ und das Loch im Eimer ja zu Hause auch schon immer gehört. Deswegen ist es für mich ja so ein. Manfred, da waren Erlebnis. Sie ja noch gar nicht geboren. Ja, ja, nee, darf. Es ist ein Kompliment, man darf klatschen. Ja, dann Fernsehen, das war natürlich dann die ganz große Nummer und Sie halten einen Rekord. Und das ist der Rekord, die häufigsten Gäste beim Blauen Bock. 30 Mal war das Medium TRZ genau. Beim legendären Heinz Schenk im Blauen Bock. Richtig. 30 Bembel auch? Gab's nein, nicht ganz. Bembel? Es gab nicht immer einen Bembel. Ah. Ich habe nur noch einen. Ich habe fast alle verschenkt. Ach. Mein Kollege, der Wilfried, hat, glaube ich, noch 15 Stück oder so viel. Der hat sie alle gehortet. Das aber wie gesagt, ich habe nur noch einen. Dalli Dalli und auch der Blaue Bock, das waren alles Live-Sendungen. Das war alles bis ins kleinste Detail geprobt oder war auch viel improvisiert? Natürlich gab es eine Generalprobe, natürlich, klar. Sonst wäre das nicht gelaufen auch. Aber das Finale beim Blauen Bock war immer hochinteressant. Es waren ja viele Schauspieler und Moderatoren, wie man heute sagt, dabei, die wenig oder zum Teil überhaupt nicht musikalisch waren. Und die bekamen dann einen Text vorgeschrieben vom Heinz Schenk. Und da musste genau an der Stelle dann losgehen. Überleitung vom Orchester, Franz Groth zum Beispiel. Und dann die Einsätze zu finden für die, das war für diese Nicht-Profis unheimlich schwierig. Nicht? Aber es war live und es lief alles. Das hatte ja auch einen gewissen Charme, nicht? Weil gerade dann auch die Leute in ihren Rollen bekannt waren, Tagesschausprecher zum Beispiel, der sang im Blauen Bock ein Lied, das war mal ein Riesenhype. Nicht? Also man sprach dann auch die Nation drüber am nächsten Tag. Das war toll. Wie gesagt, live, es war eine Spannung drin in dieser Sendung. Nicht? Und herrlich. Und toll war es auch beim Großen Preis, da war ja diese Ratewand mit den vielen Quadraten. Und bei einer gewissen Frage, da war man dann dran. Wir standen hinter der Bühne und es konnte bei der ersten Frage sein, bei der dritten, bei der vierten. A7 wurde da gewählt beispielsweise. Ah, nee, A6 waren wir dran. Dann hat man da hinten gestanden und es war unheimlich. Und dann live. Ja. Ein Lied über Abkürzungen haben wir mal gesungen. Alles wird heute abgekürzt und so weiter. Da hatte ich den Part über die Fernsehsender ARD und ZDF, BR, HRD, LF, RIAS, SRW, DR, SDR und NDR zum Beispiel. Und das live und herrlich. Ja, das gab es ja später dann nochmal wieder. Das hat ja, ich weiß gar nicht, welche Band war es, weiß jemand? Ich bin jetzt gerade im Urlaub. Das waren die Fantastischen Vier, Fantastische Vier. Aber das Ding ist, damals gab es auch exakt nur genauso viele Fernsehsender, wie Sie gerade aufgezählt haben. Ja. Aber nein, das war das waren ja alles Rundfunksender. Halt. Vor den Fanta 4 waren noch die Idealisten dabei.
Auch mit den, Automarken durcheinander. Genau. Das hatte schon so ein bisschen Masche. Ja. Fabian, wir haben ja ungefähr ein Alter. Du müsstest dich an die Zeit eigentlich auch noch erinnern. Das müssten doch auch so deine ersten Fernsehjahre gewesen sein. Blauer Bock, großer Preis. Ich muss dazu eins sagen. Ich durfte nicht so viel. Ich möchte niemanden beleidigen. Ich durfte immer nur am laufenden Band gucken. Rudi. Und wurde dann aber später beglückt im Musikunterricht. Durften wir dann seine Songs singen. Das war sehr anstrengend. Also es war sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Das hat mich musikalisch auch sehr geprägt. Und habt ihr was dabei gelernt? Ja. Doch. Blockflöte ist auf jeden Fall blöder gewesen. Dankeschön. Ja, dann kamen ja die 80er Jahre und dann kam auch plötzlich so etwas wie die neue deutsche Welle. Trio. Peter Behrens ist heute hier. Ja. Was ist Ihnen denn da als erstes durch den Kopf gegangen, als Sie gehört haben, da und das Ding verkauft sich auch noch? Oh, Herr. Für mich unverständlich damals, Peter, Entschuldigung, aber da oder hier, da. Aber da muss ich mal einhaken. Ich habe mir ein paar Videoaufnahmen angeguckt, auch aus alter Zeit vom Medium TZ und natürlich habe ich auch Trio gesehen. Klar. Da habe ich schon die eine oder andere Parallele festgestellt. Also ja, okay, der Text minimal, ein Loch ist im Eimer. Ja, ja. Und auch von der Bewegung her, die beiden Mitprotagonisten. Und deswegen macht mich sein Hund auch so gerne. Ja, wahrscheinlich. Der hat auch parallel festgestellt. Ja. Ne? Ja. Henry Nieker hat seinen Hund mitgebracht, die Lissi. Genau. Und die ist, heißt sie so, ja, ne? Oder? Wer? Lissi heißt sie. Und wie heißt der Hund? Ich hab's vergessen. Meiner? Ja? Unser? Sally. Sally. Ist da irgendwo. Sally sitzt im Publikum. Ja. Herzlich willkommen. Ja. Aber das war doch, war das ein Schock, als man dann merkte, Mensch, mit dem, was wir machen, da kommen wir gar nicht mehr so richtig zu Rande? Nee, wir haben immer versucht, uns anzupassen, auch von der Technik her moderner zu werden, mit einem Gitarrenverstärker dann. Als wir das erste Mal mit einem kleinen Gitarrenverstärker von Dynacord, so ein kleines Köfferchen, ja, so eine Nähmaschine, in einer Live-Sendung waren, da sagte der entsprechende Toningenieur, das Ding kommt mir nicht in die Sendung, die brummen immer. Die brummen immer. Aber wir haben uns, wie gesagt, versucht immer anzupassen und naja, wir haben es überlebt, wir haben es geschafft. Ne? Bis in die 90er hinein, dann wurde es ein bisschen ruhig ums Medium TZ und dann Ende 99 der Tod von Lothar Nitschke. Von dem Kollegen Lothar Nitschke, am 2. Oktober 99. Ja. Und dann war auch Schluss. Da war Sense, aus vorbei. Wir hatten noch unser 40-jähriges Jubiläum, ein Jahr vorher, 98. Ja. Ja, denn zu zweit weitermachen, wir hätten alles umschreiben müssen und außerdem, wir drei waren eins. Das, ja gut, wenn wir man so lange einfach zusammen auf der Bühne steht, ich glaube, das wäre auch fürs Publikum undenkbar gewesen. Eben, und wir wollten uns nicht nochmal dahin, und dann hätte die Presse vielleicht geschrieben, diese Yellow Press, haben die es immer noch nötig und so weiter. Dem sind wir aus dem Weg gegangen und haben gesagt, Schluss, aus, vorbei. Was mich natürlich zur Frage bringt, also was Wilfried Witte macht, wissen wir, der ist wahrscheinlich auf Wandertour. Sie haben erzählt, der wandert sehr viel mit seiner Frau, aber wir sehen uns in unregelmäßigen Abständen. Aber vor ein paar Tagen noch mit ihm telefoniert und so weiter. Und die Gründung und am 1. September? Jeweils am 1. September jeden Jahres, in diesem Jahr sind es dann 54 Jahre. 54 Jahre Medium TZ. Wow. Und der Eimer funktioniert immer. Was macht Helmut Niekamp, wenn er mal nicht bei Rosenscholz sitzt oder zu Hause in Osnabrück oder auch in Iggewaden, wo wir uns ja kennengelernt haben bei einer Fernsehaufzeichnung? Was macht er dann? Ja gut, da haben wir in Butjadingen 14 Tage Urlaub gemacht, kamen zufällig auf den Hof Iggewaden und sahen Plakate da. Snack und Platt, oder wie hieß das? Genau. Ja. Und der Chef vom Iggewadener Hof sagte uns, dann kommt doch her. Wir kamen natürlich und dort haben wir uns kennengelernt. Ja, und ansonsten, was mache ich sonst? Ich mache das, was meine Frau sagt. Und fertig. Das gefällt den Damen hier, ne? Ja. Da haben auch mehr die Damen applaudiert. Das hat man am Klingeln der Armbänder gehört, oder? Genau. Ja, also ich finde es großartig, dass Sie heute hier unser Gast sind, dass wir aus dieser kurzen Begegnung, die wir da nach der Sendung hatten, dass da diese Vereinbarung geworden ist. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute das Loch im Eimerlied nochmal machen durften. Ein ganz, ganz großes Vergnügen, Sie auch hier zu haben.
Helmut Niekamp, danke, alias Henry vom Medium. Danke an Herrn Scholz auch, der das sehr gut gemacht hat. Ja, wir machen weiter mit Musik. Wir haben Ihnen ja auch viel Musik versprochen und die sollen Sie natürlich auch haben. Auf der Bühne machen Sie sich jetzt gleich bereit und dann freuen wir uns gemeinsam auf Letterboxd Salvation. Viel Vergnügen!